Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Join, der Sendung für Menschen mit und ohne Behinderung. Und in jeder Folge machen wir 3 Challenges. Und je nachdem, ob wir gewinnen, dürfen wir das Team hinter der Kamera bestrafen oder wir verlieren und die dürfen uns bestrafen. Challenges sind Wettkämpfe. Heute dürfen wir das Team hinter der Kamera bestrafen. Dafür haben wir uns was ausgedacht und wir müssen das noch einmal erklären. Alles wird vorher genau festgelegt. Wo das Glas steht, wo welches Licht auf uns scheint, wie weit wir uns nach vorne lehnen dürfen, damit alles scharf bleibt. Und damit wir unserem Team so richtig schön auf die Nerven gehen können, haben wir uns überlegt, wir machen heute, was wir wollen, oder? Ja. Ich verrück jetzt hier diesen Stuhl. Ganz frech. Wir bewegen uns einfach die ganze Zeit. Ich steh einfach mal auf. Ich guck mal, ob ich jetzt vielleicht überleuchtet bin. Schauen wir uns mal das Studium hier an. Ich laufe mal in den Kameramann rein. Dürfte man sonst nie machen, direkt vors Licht. Und weil das ja echt anstrengend sein kann, Kim, wir müssen trotz allem noch... Ihr seid wie 2 kleine Kinder. Du siehst auch noch aus wie ein kleines Kind. Trotzdem müssen sie aber auch noch die Sendung moderieren. Wie geht die Sendung weiter? Ich habe eine Challenge gehabt. Ja. Und ich muss sagen, die hat mir echt Spaß gemacht. Ich habe einen Tarek getroffen, cooler Typ. Den Film sehen wir jetzt. Es zählt nicht nur Spaß, es zählt Gewinn. Ich bin der Tarek. Er fährt ein Elektro-Dreirad, das er selbst erfunden hat. Grundsätzlich für alle Menschen, also gesunde Menschen auch, aber ich bin ja Rollstuhlfahrer. Man kommt damit vor allem wieder in Gelände, das man sonst meistens vermisst. Ich habe irgendwann mal die Idee gehabt und habe das dann über 2 Jahre hinweg aufgebaut, bis ich mir dann noch einen Ingenieur gesucht habe. Der hat daran auch noch mal ein Jahr arbeiten müssen, bis es jetzt so hier steht und einsatztauglich ist. Und bald zu kaufen. Und jetzt freue ich mich auf den Kevin, denn wir haben eine super Aufgabe für ihn. Kevin stand noch etwas verloren herum. Denn er wurde diesmal nicht abgeholt. Er wusste nicht, wo er ist. Aber er konnte mit seinem Handy den Weg finden. Würzburg. Aus dem Wald rausgekämpft, bin ich dann am Hafen gestrandet. Und es hat nicht lange gedauert, da habe ich Tarek getroffen. Das Lustigste an der Sache ist, dass ich Tarek schon kenne. Also ich kenne ihn, er mich nicht. Kevin kennt Tarek durch das Internet. Im Internet zeigt Tarek, wie er im Bus wohnt und reist. Vor 3 Jahren habe ich irgendwann mal damit angefangen, ganz klein, mit einem kleinen VW-Bus. Und dann habe ich mich so vergrößert. In den letzten Jahren ist Tarek in mehr als 30 Länder gereist. In Spanien oder in Portugal oder in Marokko, Griechenland, Türkei, alles. Du lebst den Traum, du lebst den Traum. Das ist auch richtig cool. Und Herzensprojekt ist das doch auch. Ein Riesenherzensprojekt. Das läuft komplett elektronisch? Das läuft komplett elektronisch, das ist auch wichtig für mich mit meinem Handicap. Ich habe nicht so viel Kraft in den Armen und so weiter. Und alles, was es bisher so auf dem klassischen Markt gab, damit kann ich nicht umgehen. Und ich glaube, ich habe da noch so eine Kleinigkeit für dich. Tarek gibt Kevin die Aufgabe. Deine heutige Challenge. Vor dir siehst du einen Parcours, den du abwechselnd mit Tarek auf dem Trike zurücklegen sollst. Das Dreitrike kann sehr schnell fahren. Aber schnell fahren kann ja jeder. Wir bei Join drehen das Ganze um. Ihr sollt so langsam wie möglich fahren, ohne stehen zu bleiben. Was? Jawohl. Abwechselnd fahrt ihr jeweils eine Runde, die immer langsamer sein muss als die des vorherigen Gegners. Solltest du bei einer Runde einmal schneller sein, hast du die Challenge verloren und der Punkt geht an Tarek und damit an uns. Dein dich immer liebendes Team. Wow, das sind die wärmsten Worte, die ich bei Join je bekommen habe. Geile Challenge. Geile Challenge. Action nur andersrum. Kevin war begeistert. Er durfte Tareks Erfindung selbst ausprobieren. Dann hat Tarek mir erstmal erklärt, wie was wo funktioniert. Dann kannst du versuchen, tatsächlich wie beim Fahrrad, obwohl du ja 3 Räder hast, das Gleichgewicht zu halten. Kannst du mal langsam aufs Gas gehen und damit losfahren. Macht jetzt schon Bock. Ich finde, es ist mit nicht so richtig zu vergleichen. Am ehesten vielleicht noch mit Kart fahren, aber es ist einfach was ganz Neues. Das. Alter! Damit kann man richtig schnell fahren.
Ja! Wow. Also nicht nur, dass meine Arme voller Matsch waren oder mein Rücken. Nein, ich habe sogar immer noch, glaube ich, was in den Haaren. Ich war aufgeregt, weil ich musste den Anfang machen und habe quasi die erste Zeit vorgegeben. Möge der Langsamste gewinnen. Auf die Plätze, fertig, los! Das ist das heißeste Rennen meines Lebens. Schneller! Also es ist wirklich eine Herausforderung, damit langsam zu fahren. Das ist mir fast schon ein bisschen zu schnell hier. Auch als Autofahrer fährt Kevin eher langsam. Er rast nie. Aber seine Kollegin Kim Hansmann liebt schnelle Autos. Das ist mein Tempo gerade. Ich habe mein Tempo gefunden. Ich habe mein Tempo gefunden. Ich hole auf die letzten Meter noch alles raus. Ich gebe mal jetzt alles so und ich bin jetzt extra langsamer. Ich bin dann nach der ersten Runde mit 2:07 ins Ziel gekommen und da war ich recht stolz drauf, weil ich hatte das Gefühl, ich wäre viel schneller. 3, 2, 1, go! Seine Idee ist, nicht gerade zu fahren, sondern in Schlangenlinien. Und dann war Tarek dran, der noch langsamer fahren musste als ich, weil sonst hätte ich verloren. Oder er? Also, wenn er schneller ist als ich, dann hab ich gewonnen. Der hatte eine Taktik. Go, Tarek! Eigentlich könnte ich ja auch so ein bisschen Schlangenlinien fahren. Ne? Das, was man eigentlich nicht machen möchte beim Rennen, wenn man den kürzesten Weg nimmt. Er hat den längsten genommen. Und stopp! Und Tarek ist damit 2:11, also ein paar Sekunden mehr als ich ins Ziel gekommen. Und ja, somit ging es dann in die nächste Runde. Puh, das Adrenalin schießt mir durch die Venen gerade. Das war echt oioioioi. Das war fast ein Stehenbleiben. Diesmal habe ich mir gedacht, die Technik, die gucke ich mir ab. Aber jetzt nehme ich auch hier ganz die äußerste Strecke, nämlich. Ich hatte ein gutes Gefühl dann auch dabei. Jawohl. Dann bin ich im Ziel angekommen und hatte die 2:28 noch mal 21 Sekunden langsamer. Und da dachte ich mir, das muss er jetzt erstmal schaffen. Runde 4, gib alles. Ich krieg das hin. 3, 2, 1, Vollgas! Ja, dann war Tarek wieder dran und ich habe nur am Rand gesessen und die Daumen gedrückt, dass er jetzt einfach schneller fährt. Ich glaube ja, dass er in der Runde nervöser gewesen ist, weil er kam mir ein bisschen schneller vor schon. Ich hatte durchgehend ein gutes Gefühl bei der Sache. Und mein Bauchgefühl täuscht nicht, denn mit 1:55 ist er dann im Ziel angekommen. Kevin hat gewonnen. Also, dass die Leute damals immer gesagt haben, dass ich langsamer bin als die anderen Kinder, das zahlt sich jetzt aus. Kevin hatte ein schlechtes Gewissen, weil er mit Tareks Fahrzeug gewonnen hat. Danke nochmal für diese geile Erfahrung, dass ich so dreckig geworden bin. War es absolut wert, weil das Teil macht Bock, auch wenn du kein Rollstuhlfahrer bist. Und dann geben wir irgendwann nochmal richtig Gas auch, ne? Aber voll Power, dann auf Schnelligkeit und nicht auf Langsamkeit. Und dann auf Schnelligkeit, okay. Tarek ist einfach nur ein richtig cooler Typ mit genialen Ideen. Und wenn es das irgendwann für alle Menschen gibt, will ich unbedingt eins haben. Schreib mich auf die Liste, Tarek. Kevin, ich weiß nicht, ich habe gehört, du hast auch einen scheiß Ton da hinten. Ja, ich habe einen beschissenen Ton. Ich habe auch ein beschissenes Licht, genauso wie ich es möchte. Okay, dann passt das ja perfekt zu meiner Geräuschkulisse mit der Kaffeemaschine hier hinten. Perfekt, also es tut und uns während übrigens der Tonmann oder die Tonfrau sich gerade freut, dass das hier beide. Genau, total gut läuft. Kim, wir haben 1:0. Mega, aber ich möchte hier auch noch mal sagen, Kevin, dass es mir auch an die Menschen da draußen, die uns zuschauen, ein bisschen leid tut. Vielleicht kannst du ja wenigstens unter dem Tisch vorkommen. Bist du unterm Tisch? Ja, ich bin unterm Tisch. Mein Kameramann, der versucht auch, mich hier drauf zu kriegen. Wie geht's denn weiter überhaupt? Weil ich will noch einen Punkt haben, damit wir die wieder bestrafen können. Guck mal, aber hier, wenn du Schminke. Immer mit dem Rücken, das sieht man deine Funke da hinten so. Tja, so ist es. Ja, so ist das halt. Die haben wir schön 10 Minuten lang versteckt, damit man sie jetzt die ganze Zeit sieht. Da werden hey, wir geschminkt warum du das wieder übrigens? Weg? Das habe ich mit Absicht unordentlich gemacht. Also, wir haben eine neue Challenge, ja? Die hast wir du gehabt. Wir haben eine Challenge. Ich bin nach ich bin nach Südtirol gereist. Auf den Berg, ja. Auf den Berg. War geil. Guck mal einfach rein, oder? Guck mal rein. Alles klar. Thank you.
Kronplatz, 9 Uhr. Kronplatz in Italien. Oben angekommen, mitten auf dem Berg, es war unglaublich schön. Doch ich war ja nicht zum Urlaub machen da oben, sondern... Sie hat ja eine Aufgabe bekommen. Ja, mein Name ist Thomas Reiter, ich bin der Direktor vom Skiramer Kronplatz. Er hatte schon so ein verschmitztes Lachen. Wir sind heute auf 2275 Metern und hier sehen wir das erste Denkmal aus Laaser Marmor. Denn Laas liegt genau hier im Westen von Südtirol. Man hat gemerkt, dass er diesen Ort selbst auch echt liebt. Aber Kim konnte nicht zuhören. Sie wollte ihre Aufgabe wissen. Wir sind mit Kim heute recht früh am Morgen gestartet. Sie war nicht gerade begeistert, aber wir sind dann den Rundweg lang gelaufen. Thomas hat mich dann so in ein Museum mitgenommen. Es ist das Messner Mountain Museum. Das MMM Corones, das Museum von Reinhold Messner. Die Laune ist immer besser geworden. Unheimlich spannend. Danach sind wir weitergegangen in ein anderes Museum. Es ist das Lumen Museum. Hier geht es um die Geschichte der Bergfotografie. Aber ich dachte die ganze Zeit, was soll ich denn hier? Ich meine, wir sind doch jetzt hier nicht, um uns irgendwie schön Museen anzugucken. Die Glocke ist eben unsere Friedensglocke, die Concordia. Was zum Teufel soll ich denn jetzt hier? Dann sind wir an einen Ort gekommen, da war dann letztendlich die Idylle vorbei. Mein Name ist Mukwenko, Kim Mukwenko. Du bist heute im Auftrag Ihrer Majestät unterwegs. Sie soll James Bond 007 spielen. Als Frau mit einer Behinderung. An sich ja cool, der Gedanke. Nur nicht vom Team. Und was gehört zu einer echten 007? Natürlich ein Wodka-Martini. Geschüttelt, nicht gerührt. Den solltest du heute selbst zubereiten. Zum Schluss gibt's noch eine besondere Aufgabe. Doch zunächst einmal muss der Trink natürlich geschüttelt und nicht gerührt werden. Und wir finden, ein Wodka-Martini sollte richtig gut geschüttelt werden. Gut durchgeschüttelt ist beim Joint-Team niemals gut. Eine Riesenschaukel, das ist meines Wissens die größte im Alpenraum. Und die haben wir hier mit natürlichem Holz von der Umgebung gebaut. Ist 20 Meter hoch am höchsten Punkt. Kim, ich wünsche dir viel Glück und Hals- und Beinbruch. Thomas ist echt ein super Typ. Doch genau da hat er sich verabschiedet. Eine 20 Meter hohe Schaukel, die über den Bergabhang ragt. Kim kennt sich mit Alkohol nicht gut aus. Und ich nicht wirklich eine Erfahrung mit Wodka Martini habe, habe ich einfach mal drauf losgemischt. Wie immer hatte ich nicht viel Zeit, um jetzt darüber nachzudenken, ob ja oder nein und wie überlebe ich das Ganze mal wieder, sondern gleich in die Schaukel rein. In der Zwischenzeit haben sich auch sehr viele Menschen angesammelt, die plötzlich alle da standen. Scheiße, ich habe keinen Bock. Sehen, das macht Spaß. Ich bin gerade richtig wütend. Boah, das geht mir so auf die Nerven. Ernsthaft? Kim, was geht gerade in dir vor? Lass mich in Ruhe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Als ich da hochgezogen wurde, hat sich automatisch auch meine Körperhaltung verändert. Und ich bin mehr aufrechter gesessen und habe mich mehr Richtung Tal gewendet. Du heilige Scheiße. Was auch so ein bisschen Angst in mir ausgelöst hat. Ernsthaft? Macht ihr's. Und dann wurde da unten irgendwie noch gesprochen und ich dachte, bitte wollt ihr mich jetzt ernsthaft hier sitzen lassen und ich weiß nicht, wann es losgeht. Das war so eine Qual. Boah, fickt euch, ehrlich. Dieses Gefühl war schrecklich.
Ich hasse euch. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Achterbahnfahren hasse? Ich sitze jetzt hier und blicke in dieses Tal, was über 2000 Meter von mir entfernt ist. Ich hatte die ganze Zeit diesen Cocktailshaker zwischen meinen Beinen, weil ich mich ja festklammern wollte. Mokwenko. Kim Mokwenko. Als er sich gewandelt hat zum Schönen, habe ich gedacht, komm, jetzt nimmst du diesen Shaker, entspannst mal deine Oberschenkel. Kim war erschöpft. Und das Team kommt genau in diesen Augenblicken mit den bescheuertsten Dingen, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Gut geschüttelt ist die halbe Miete. Das haben wir auf jeden Fall. Aber eben nur die halbe. Für einen klassischen Wodka-Martini braucht es noch eine besondere Zutat. Es fehlt die berühmt-berüchtigte Olive. Für die Dekoration hat dir Spezialwerkzeug-Experte Q aus London ein Paket geschickt. Deine Aufgabe, befördere mithilfe dieses Gerät die Olive ins Martini-Glas. Du hast 007 Versuche. Triffst du, hast du den Punkt für die Moderatorinnen sicher und wieder einmal die Welt gerettet. Viel Glück, 007. Muss ich das jetzt noch selbst zusammenbauen, oder wie? Und dann war da dieses Ding. Hä? Dieses Ding hat sich dann letztendlich als ein Katapult herausgestellt. Warum auch noch ein Handschuh? Ja, erstmal hier die Fluglinie, die richtige Fluglinie rauskriegen. 7 Oliven hatte ich und ich musste ja erst mein Gefühl dafür bekommen. Oh, war nicht so schlecht. Nein! Meine Oliven wurden immer weniger und jede Olive war irgendwie unterschiedlich groß. Die ist jetzt auch noch mal größer. Mit der 4. Olive kam ich aber tatsächlich näher, hat mir Hoffnung gegeben. Naja, und was soll ich sagen, auch die 5. und die 6. leider nicht geglückt. Und dann lag da nur noch eine Olive. War die gerade zu weit, ne? Die war einiges zu weit. Ich kann eigentlich nicht noch weniger machen. Da schaukel ich auf einem Berg in Südtirol und letztendlich geht es nur darum, eine Olive in Wodka-Martini reinzuwerfen. Aber auch die 7. und letzte Olive ging leider nicht ins Wodka-Martini-Glas, sondern dran vorbei. Ist halt so. Kim hat verloren. Ich hatte nicht genügend Zeit, ich hatte nicht genügend Oliven. Selbst als James Bond mit Behinderung war das nicht möglich. Nichtsdestotrotz würde ich sehr gerne privat noch mal hierher kommen, weil es einfach ein sehr schöner Ort ist. Aber dann als Kim Mokwenko und nicht als 007. Kevin? Ja? Wo bist du denn? Hier. Ich mach grad Unfug mit der Kamera. Ich hab dein Ballergerät gefunden aus dem Clip eben. Ah, cool. Ja, ich möchte nicht mehr. Hast du gesehen, wie viel Mühe ich beim Aufbauen gegeben habe? Komm, ja. Mach alles kaputt. Kim, absolut. Ich halte den Rücken frei. 008 bin ich. Ja, schön auf den Kameramann. Das ist doch mal eine nicht Challenge. Nicht die Kameras treffen, ja, bitte. Bisschen, wir dürfen knapp. Niemals die Ich könnte ja auch mal erwähnen, wie es jetzt steht, so den Spielstand. Ja, wir machen ja immer noch eine Sendung. Es steht übrigens gerade 1-1. Aber wir haben noch ein Ding, ne? Ja, wir haben noch eins. Also wir haben noch eine Chance zu gewinnen. Zack, bah, voll an die Brille. Ey, aber sag mal, die nächste Challenge, da war ich nicht dabei, aber du warst dabei. Es ging in den Wald. Du magst keinen Wald. Ich mag keinen Wald, aber ich bin jetzt ein Naturburschen, Kevin. Du gehst andauernd jetzt in den Wald. Das ist echt extrem. Guck's dir einfach an. Also ich glaube, so viel Naturbursche war ich noch nie. Edertal. Wir haben uns schon sehr früh heute Morgen getroffen. Es war eine ganz eigene Stimmung. Und eigentlich sollte ich dort Kim treffen, doch leider ist sie krank geworden. Ja, ich hatte mich eigentlich mega auf den Dreh gefreut. Ich wünsche Kevin natürlich bestes Glück für diese Challenge und hoffe natürlich, dass er das rockt. Wir finden, du musst einfach mal runterkommen. Zurück zu deinen Wurzeln, eins mit der Natur. Du triffst gleich einen alten Bekannten. Holger wird dich heute wieder durch die Wildnis führen. Also wenn ich den Namen Holger höre, dann denke ich schon an Action und Überwindung. Dabei hat er einige Aufgaben für dich, du alter Naturbursche. Wenn Kevin alle Aufgaben schafft, bekommt er noch eine letzte Challenge. Es gibt also erst einmal nur eine Regel. Tu alles, was Holger sagt. Mein Name ist Holger Blume, ich bin Teamleiter bei Natur pur. Sie machen Freizeitangebote, wo man viel in der Natur lernen und erleben kann.
Ja, ich bin gespannt. Dazu habe ich zum einen für dich einen Rucksack. Ja. Dann haben wir so ein kleines Erste-Hilfe-Päckchen. Alles klar. Dann haben wir ein bisschen Seil, eine Säge, eine Rosenschere, ein Messer, Schuhcreme, einen Feuerstarter und ein bisschen Draht. Er hatte eine riesengroße Ausrüstung und zu Anfang war ich mir echt unsicher, was ich damit anstellen muss. Ich bin verloren. Die ersten Sachen, die ich erklärt bekommen habe, waren die Landkarte und der Kompass. Das war schon die erste Herausforderung für mich. Orientieren. Wir sind dann losgelaufen. Holger hat mir nochmal erklärt, wie das mit Kompass funktioniert. Du musst darauf achten, dass der phosphorisierte Teil der Kompassnadel. Ich musste was anpeilen, ich musste gucken, wo Norden ist, wo das nächste Ziel genau, ist. Genau, Kimmel und Korn. Kimmel und Korn. Einen Punkt anvisieren. Es ist kompliziert. Das so richtig ist. Es war am Anfang echt eine große Herausforderung. Ich hatte zum Glück noch Holger dabei und als wir uns ein bisschen durch das Geäst geschlagen haben, sind wir an der Wassertretstelle angekommen und dort gab es dann mein Frühstück. Allerdings natürlich nicht wie ein Picknick schön serviert, sondern ich muss es mir erstmal vom Baum holen. Du willst nichts essen? Nee, ich trinke heute nur mal Kaffee. Du trinkst nur Kaffee, ich mir mal einen Happen von dem Brötchen. Kevin freute sich über die Pause. Und denk dran, nicht so lange, wir haben noch viel vor uns. Mhm, voll klar. Feuer machen. So, was brauchen wir alles? Alles? Alle Utensilien zum Feuer machen. Du hast Stahlwolle, wie MacGyver, Feuer machen. Hätte ich euch mal ein Feuerzeug einpacken können. Und dafür sammeln wir alles, was wir hier so ringsrum finden, an kleinem Holz. Und wir wollen ein Feuer und nicht ein Feuerchen, weil darauf müssen wir was kochen. Genau. Wenn du jetzt hier kommst mit Daumen stark, das brennt doch nie. Verdammt. Ist schon manchmal süß, ja. Und was habe ich gleich wieder gemerkt? Kevin ist doch kein Naturbursche. Er hat als Kind lieber Computerspiele gespielt. Wir machen ein bisschen Schuhcreme dran. Also. Jetzt pusten. Pusten. Die ersten Funken waren da. Ich musste schnell runter pusten, damit die Flamme nicht ausgeht. Gut, arbeiten. Da habe ich mich ein bisschen gefühlt wie auf der Insel alleine. Ich habe Feuer gemacht! So stolz war ich schon lange nicht mehr, aber dann kam gleich nach der zweiten Aufgabe, die ich geschafft habe, die dritte, denn irgendwas muss ja auch auf das Feuer drauf. Fisch fangen. Dazu würde ich an deiner Stelle die Jacke vielleicht lieber ausziehen. Und dann sagt er mir, dass ich die nicht irgendwie angeln soll, wie jeder normale Mensch. Nein, rein mit dem Arm bis zur Schulter und mit den Händen fangen, mit den bloßen Händen einen glitschigen Fisch fangen. Und was war so die längste Zeit, die du hier in der Position verbracht hast? Nicht lange. Nein, nicht zu schnell, viel zu schnell. Natürlich gibt es für alles eine gewisse Taktik, die hat Holger mir erklärt. Also erstmal gefühlt eine halbe Stunde drin verweilen, damit der Fisch sich auch an deinen Arm gewöhnt. Und wenn dieser Fisch es dann zulässt, dass du in seine Nähe darfst, dann wirst du ihn ganz sanft ummanteln. Packst ihn am Bauch. Den Druck langsam erhöhen den Druck. Drückst ihn an den Rand des Beckens und dann darfst du ihn ganz langsam hochziehen. Ganz langsam. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es ja nicht geglaubt, dass ich das irgendwie schaffen würde. Und dann hatte ich meinen Fisch. Schnell und raus. Aber es war gut. Nachdem mir der erste Fisch durch die Finger geglitten ist, hatte ich eigentlich gar keine Hoffnung mehr, dass es nochmal funktioniert, weil die sind ja aufgescheucht, nervös, die haben Angst. Hab ihn! Aber nimm weg vom Wasser. Es hat dann doch nochmal funktioniert. Ich bin so stolz gewesen. Und natürlich geht's direkt weiter. Man hat keine Verschnaufpause. Mein Name ist Sabine Ullmann. Yoga. Ich arbeite als selbstständige Yogalehrerin bei Natur pur, weil man Yoga in der Natur ganz besonders erleben kann. Raus aufs Feld, in die Natur, Sabine getroffen. Mitten im Nichts, mit einer Yoga-Ausrüstung. Atme tief ein. Also wer mich jetzt schon ein bisschen länger kennt, der weiß ja, dass ich die Ruhe in Person bin. Oh Mann, verdammt, ey, hör doch auf umzufallen. Du kommst weit über die Seite. Also Kevin voll im Einklang mit der Natur. Einfach mal für einen Moment alles ausgeblendet. Deine Hände weit auf. Atme tief ein und aus. Zum Schluss kam Holger wieder. Mit zwei Schnäpschen in der Hand. Da sage ich ja nicht nein. Gerade in der Natur, guter Kräuterschnaps. Der ist lecker. Oh. Und lass mich raten, den brauche ich für den? Ja, ich denke schon. Ja, die Yoga-Übungen haben dich schon etwas runtergebracht. Aber zur totalen Entspannung der Seele findest du hier im Grün zusätzlich noch einige beruhigende Wildpflanzen. Kevin muss diese beiden Pflanzen finden. Dann hat er gewonnen.
Wildpflanzen. Zwei mir völlig fremde Kräuter. Einmal die Schafgarbe wirkt beruhigend, das andere der Spitzwegerich. Und der Saft der Spitzwegerich ist entzündungshemmend. Hallöchen, grüß dich. Hallo. Ich habe Kim Hansmann angerufen. Du als großer Gemüsefan wirst mir da bestimmt helfen können. Ich habe hier so ein Feld und da gehen wir jetzt mal hin, ja? Ja. So, das eine ist ja recht okay zu finden, weil das hat so eine weiße Kappe. Ich hatte nur 15 Minuten Zeit und schon gehört, dass eigentlich gerade auch gar nicht mehr die Zeit für diese Pflanzen ist. Ich weiß, ich muss hier irgendwie ins Feld rein, ich glaube. Aber guck mal, vielleicht da dann, wenn du da so drin bist. Kim, Mädchen vom Lande, ne? Ich dachte, die wird sich in der Natur ganz gut auskennen. Vielleicht ist da irgendwo so ein kleiner Tipp, wo die am ehesten wächst. Sie findet sich häufig auf Wiesen, Weiden, Ackerrändern, Waldrändern oder auf... Ja, am Anfang hatte ich so ein bisschen das Gefühl, irgendwie könnte er auch in die falsche Richtung laufen. Da würde ich jetzt eher mal vermuten, dass das irgendwo ist, wo viel Grün außenrum ist. Jetzt vielleicht nicht inmitten des Feldes. Ich sag mal so, Waldrand ist eher da, ne? Ich habe ja schon den ganzen Tag so viele Aufgaben gemacht. Es darf jetzt nicht wieder an dieser kleinen Mini-Aufgabe scheitern. An den ersten Pflanzen ist er vorbeigelaufen. Hier sind die Blätter vom Spitzwegerich. Es nervt. Ich bin den Kameraleuten ein bisschen weggelaufen. Warte mal. Aber ich wollte diese 15 Minuten halt wirklich nutzen. Ich wollte gewinnen. Ich nehme sie mal mit, weil besser als nichts. Ja, Schafgarbe. Das ist aber das, glaube ich, oder? Das könnte mal weiß gewesen sein. Und dann soll ich noch so was Ähnliches wie Spitzwegerich finden. Hier, da war der Platz. Oh, Leute, das war schwer. Ich weiß nicht, ob du hier irgendwas erkennen kannst, aber das sieht alles für mich nicht so aus. Ist denn da irgendwo in der Nähe ein Gehweg? Also da gibt es ja an Wegrändern. Oh, ist das nervig. Kevin ist angespannt. Oh, belastend. Nachdem schon 10 Minuten um waren, war bei mir alles andere als Beruhigung angesagt. Du, ich werde richtig bockig, wenn das jetzt nicht funktioniert. Man hat wie so oft bei ihm leider gemerkt, dass die Stimmung dann doch ganz schön schnell umschlägt. Ja, und dann habe ich schon hinter der Kamera wieder gehört, Kevin, nur noch 2 Minuten. Noch 2 Minuten, yo. Dann schließe ich schon mal innerlich damit ab, dass das nichts mehr wird. Nein. Wegen so einem Scheißkram. Weißt du, was ich meine? Ich hatte heute 6 Aufgaben so und eine schaffe ich nicht. Ich habe keine 2 Pflanzen gefunden. Fertig. Ich habe alle Aufgaben geschafft, außer eine blöde Blume zu finden, die seit einem Monat verblüht ist. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass ich vor Ort sein könnte. Ich glaube, gemeinsam hätten wir das geschafft. Wir haben hier den Rheinfarn, blüht eigentlich gelb. Mhm. Das hier von der wilden Möhre. Wenn man die Pflanzen so nicht kennt, weil man unerfahren ist, ist es sehr, sehr schwer. Es ist jetzt, wie es ist. Dafür lasse ich mir jetzt die Forelle schmecken und den Kräutertee. Großes Lob und Dank auch nochmal an Holger und Sabine, die hier für uns heute ein wahnsinnig cooles Programm auf die Beine gestellt haben. Das hat mich halt einen Stadtburschen dann auch mal schön in die Natur gezogen und auch entspannt auf eine Art und Weise. Du bist jetzt immer noch nicht zum Naturburschen geworden, oder, Kevin? Ich liebe es, wie der Kameramann so extrem Angst vor mir hat. Gut, dass wir noch so viel Spaß haben, obwohl wir gerade verloren haben. Endstand ist 1-2. 1 Punkt für Kevin und die beiden Kims, 2 Punkte für das Joint-Team. Das wird nur scheiß Aufnahmen haben. Der Ton wahrscheinlich verkratzt ist von Kim, übersteuert ist, weil er die ganze Zeit schreit. Ja, aber die Frage ist ja, ist das eure Strafe oder die des Zuschauers? Ja, das ist ja manchmal auch das Gleiche, ne? Das ist ja manchmal auch das Gleiche. Aber die kriegen ja eigentlich diese Belastung hier hinter der Kamera nie mit, was wir mit euch haben, wenn ihr das 1000 Mal probiert. Hallo? Sonst. Wir haben die Belastung. Die machen ungefähr eine halbe Stunde die Technik und wir sollen dann in 10 Minuten abliefern. Mach dir mal. Wir brauchen noch eine Abmod. Das wäre cool, wenn wir noch eine Abmod irgendwie aus der Sendung kommen. Dann fange ich an, du machst den Social Media Bums. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr nächstes Mal wieder eine anständige Folge sehen wollt, dann schaltet auf jeden Fall wieder ein, denn wir machen immer weiter. Genau, und wenn ihr aber in der Zwischenzeit noch mehr von uns sehen wollt, kein Problem, schaut auf YouTube, Instagram oder TikTok vorbei. Bitte, macht Bis das. Bis dann. Tschüss. Ciao. Gibt's alles im Internet noch einmal zum Anschauen.